Und weiter geht es mit einer besonders knackigen Folge von Season of Discovery. Wir sind wieder im Kloster, Leute. Wir werden jetzt nochmal hier einen schönen Run heute machen, würde ich sagen. Und ich habe schon mal ein bisschen vorgelevelt. Also ich bin schon Level 34. Wir sind auf dem Weg zu 35. Dann werden wir nämlich die nächsten Level ein bisschen questen, würde ich sagen. Und bis wir dann irgendwie dann Waffenkammer gehen können und Kathedrale, würde ich sagen. Und ich habe einen neuen Bogen, Leute. Der hier. Habe ich ausgetauscht. Schaut euch mal den Unterschied an. Habe ich aus dem Auktionshaus gekauft, aber ich dachte, das lohnt sich. Der ist ja fast doppelt so gut vom Schaden her. Deswegen her damit. Das war auf jeden Fall wichtig. Ja, wir machen jetzt hier auf jeden Fall einmal Graveyard anscheinend. Und danach gehen wir in die Bibliothek rein. Könnte vielleicht nicht schaden. So. Achso. Wir haben ganze Zeit ohne den Druiden. Alles klar. Wir sind ja aber erst am Anfang. No problemo. Ist der, wir haben den alle. 33, 33, 33. Okay, ich bin der Höchste sozusagen. Aber grün ist ja noch okay. Solange wir Erfahrung kriegen, ist alles gut. Hallo? So. Ja. Dann komm mal her. Dann erzähle ich dir was. So, weg mit den Kollegen. Nix da. So nicht, Kollege. Ja, ja, ja. So weit, so gut. Natürlich ist er noch auf mir drauf. Na super. Den kriege ich jetzt erstmal nicht weg. Aber no problemo. So. Weg mit ihm. Alles klar. Ja, läuft doch. Es läuft doch. Ja, auf jeden Fall sind wir schon fast Stufe 35. Ich habe jetzt leider nicht so Gas gegeben. Sonst hätten wir heute schon vielleicht Gnomerigan gehen können. Wer weiß, aber wir machen es gechillt. Lieber dann nächste Woche ganz entspannt. Da muss man sich nicht stressen. Weil ich ja noch ein paar andere Spiele habe, die ich spiele, ne? Das passt zeitlich alles nicht. Würde ich mich nur auf WoW konzentrieren. Klar, wäre das auf jeden Fall drin gewesen, aber so leider nicht. So ist nun mal das Leben. Ja, aber Kloster kann ich echt ohne Ende machen, ne? Ich liebe Kloster. Okay, die wollten nur den Raum hier machen und jetzt anscheinend Library. Interessant, interessant. Na dann, aber wir haben einen 31er. Ist das nicht ein bisschen zu heftig? Nee, ist in Ordnung für den, oder? 30? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Bin mir da gerade gar nicht so sicher, Leute. Wir werden sehen. Mal schauen, mal schauen. Können wir die Falle? Ah, super. Nee, können wir nicht. Halb so wild. Ach, Schurke Tank. Ist mir jetzt das aufgefallen. Das ist mir jetzt das aufgefallen, Leute. So. Okay, okay, okay. Nein. Danke. Okay, ich muss irgendwie auf Abstand gehen. Das ist sonst nicht gut. Komm, das gibt's doch jetzt nicht. Oh, ich muss auf Viper gehen. Das ging schneller als gedacht. Ja, komm. Wunderbar. Und weg mit dem Kollegen. Alright. Ich glaube, ich muss mir echt mal den Schlafsack besorgen, ne? Der scheint ja echt nicht schlecht zu sein. Und den werden wir dann natürlich auch in Zukunft noch brauchen, ne? Ist schon eigentlich ein nettes Teil, aber irgendwie hat den hier keiner. Die meisten haben wahrscheinlich keinen Bock zu sammeln. Muss ich mal holen. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt.
So, nicht, Kollegen. Achso. Ich dachte, die will auf mich zulaufen. Anscheinend nicht. Loot? Nee. Das ist zu weit entfernt. Das ist immer noch auf. So. Wunderbar. Sehr schön. Aber ich glaube, danach werden wir leider kein Level-Up haben. Ich glaube, da müsste ich echt noch einmal laufen. Aber wir werden sehen und dann können wir eigentlich echt bald leveln gehen. Aber Schlingdon-Teil, ich weiß, ob das vielleicht ein bisschen zu heftig ist. Weil da ja auch ein PvP-Event sein soll, ne? Und wenn da 40er unterwegs sind und ich bin gerade mal 36, ja. Ich glaube, das wäre vielleicht nicht so gut. Vor allem überleg mal, Krieger mit kompletter Klostermontur und Wirbelaxt. Das würde nicht gut ausgehen für mich, ne? Das wäre nicht gut. Okay, hier wird es gerade ein bisschen knackig. So. Ich habe auch noch einen Gifty, der auch. Und bam. So. Achso, der hat noch Leben. Achso. Ich dachte, er wäre fast tot. Ja, dann so. Gut. Dann hauen wir eben weiter drauf. Achso. So, ein bisschen upladern. Oh, sehr schön. Immer her damit. Immer schön her mit dem Leder. Oh, ein bisschen schweres. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, der will auch den Viper. Viper ist echt gut, ne? Kein Mana-Problem mehr. Was haben wir denn da Schönes? Interessant. Oh, ich dachte gerade, ich habe den gesammelt. Ich habe mich kurz gefreut. Warum machen wir den Boss nicht? Warum machen wir den Boss nicht? Kann mir das einer erklären? So geht's aber nicht. So. Ich habe kein Ziel. Boss? Keine Ahnung. Naja, wir werden sehen. Ach, ich vergesse immer die ganze Zeit hier Fallen zu legen, ne? Komm, wir hauen einmal hier raus. Was soll's? So. Wunderbar. Sieht doch alles gut aus. Und nochmal hier reinhauen. Bremsen. So. Oh, right. Geht doch. Schon wieder? Der droppt zweimal. Und zweimal dieselbe Person bekommen? Mehr krass. Nice. Nice, nice, nice.
Ey, wir bekommen zweimal dieselbe Person. Wie kann man so ein Glück haben? Wir bekommen bestimmt ordentlich Cash machen, oder? 7 Stärke. Waffenhand. Ist gar nicht mal so schlecht, das Teil. Gar nicht mal so verkehrt. Naja. Hätte ich auch gerne. Ach, was mache ich hier? Ein Bogen. Aber eher ein Schrottbogen. Natürlich vergeht er sich an die Kiste. Was war da drin? Ah, gut, okay. So. Rein hier. Sehr schön. Ja, ja, ja. Nix da. Na super. Es hat ja wieder gut funktioniert. Kann er mal so, ja, ach, er hat Fokus noch an. Ups, upsie, kann passieren. So, warte mal, wir können mal ein bisschen die Pfeile nachballern hier. Hier wird später verspeist. Noch ist mein Pet happy. So, so. Alles klar. Das sieht doch alles gut aus. Wenn Zahlen um die Ohren fliegen, ist es immer gut. Nee. So nicht, Kollege. Perfekt. Alles klar. Komm, nochmal der blaue Hammer. Schade. Schade, schade. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, Leute. So. So. Wunderbar. So, dann gehen wir mal auf die Lady hier drauf. Und Sloan. So. Perfekt. Na, kommt er mal in die Falle? Nö. Schade aber auch. Ja, meine war ein bisschen zu weit weg. Aber was soll's. Was soll's. Wir gehen mal wieder auf den Falken. Über den Kram eigentlich auch ausballern. Bis zum Boss soll es wieder ready sein, denke ich mal. Hoffe ich mal. Wird schon gut gehen.
So. Und so. Und so. Ups. Alles klar. Sehr schön. Alles clean, alles gut. Eine Kiste und... Roll. Na dann. Also rollen die doch alle. Oh. Ey, der hat so Glück, ne? Der Druide, der räumt alles ab. Der räumt echt alles ab. Crazy. Einfach nur crazy. Naja. So ist nun mal das Leben. Heute habe ich kein Glück. Er hat zweimal den Hammer bekommen, bekommt sogar noch die Kiste. Ich bekomme gar nichts. Was ist denn los hier? Ich habe kein Ziel. Sag jetzt nicht, da ist wieder was Blaues drin in der Kiste. Kommt der? Der bekommt. Gar nichts. Naja. So, reinballern jetzt. Aha, aha, aha. Hallo, den hier bitte, danke. So. Ganz gechillt. Und rausballern. Wir sind fast beim Boss. 3 Minuten noch. Ah, ich glaube, den hätte ich mir vielleicht doch aufbewahren sollen. So ist nun einmal das Leben. Alright. Ah, ich lasse das einfach vipern. Was soll's. Und drauf da. Na super. Das hat ja wieder gut funktioniert. Das habe ich gut hinbekommen. Oh. Nix gut. Ganz und gar nicht gut. So, kann er mal abhauen. Komm, Fokus an vom Pad. Nix da. Der bleibt auf mir drauf. Auch nicht. Ich werde am wenigsten leben. Na super. Ja, das lief nicht so gut. Nice. Was haben die denn da gemacht? War das echt zu viel? No Frost Trap. Ja, hör mal, das liegt jetzt nicht an der Frostfalle. Kollege. Das lag jetzt definitiv nicht an der Frostfalle. Definitiv no. Da will der schön die Schuld auf jemand anderen schieben, ne? So geht's aber nicht. So geht es hier aber nicht. Nicht mit Moa. Stimmt, da war eine. Ja. Ja.
Ja, nice. Ja, machen wir es irgendwie noch hier zusammen. Das, ja, das packen wir, komm. Den Boss packen wir schon irgendwie. Ja, er muss essen. Auf einmal ist er raus, ne? Komischer Dude. Hauptsache auf die anderen schieben. Naja. Naja, naja, naja. Also jetzt nicht 2 Minuten noch Zeit, ne? Klar, natürlich. Also manche heulen echt rum, ne? Das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Naja. So ist nun mal das Leben. Ich muss näher ran. Gut, dann. Auf wem gehen wir jetzt? Auf den Mönch? Ja, anscheinend. Okay, no problemo. No problemo. So, was mache ich jetzt noch? Loot? Ah, den sollen wir aber auch ohne Probleme packen eigentlich. So. Ihr werdet diese Mysterien nicht. Na super. Entfallen. Ich glaube, ich stehe ein bisschen blöd, ne? Ups. Nix da. Brennt im Feuer der Rechtschaffenheit. So, dann legen wir mal los. Da wird jetzt richtig rausgeballert. Na super. Ja, easy. Ganz entspannt. Gut. Alles klar. Ja, das Blöde ist, hätten wir jetzt noch einen guten Tank, dann könnte man vielleicht irgendwie noch mal ein bisschen mehr laufen, aber dem sieht leider nicht so aus. Leider, leider nicht. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von dieser Gruppe. Vielleicht finde ich ja noch eine. Mal schauen. Und dann laufen wir nochmal, weil ich will auf jeden Fall mein Level abhaben. Meinen Pfeil hätte ich ja noch mehr als genug. Den Boss hier haben die irgendwie nicht gemacht, aus welchen Gründen auch immer. Die lassen wir mal ganz kurz kommen und dann düse ich ab. Ah, kann er mal kommen. So, und raus hier. Und raus hier. Achso, er kämpft gegen den. Alles klar. Kann man machen. Ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, ich habe nochmal eine nette Gruppe gefunden und wir sind jetzt in der Waffenkammer, was sehr nice ist. Dann werden wir hier unser Level abholen und Waffenkammer E ist sehr geil. Waffenkammer, mein zweitliebster Klosterabschnitt, sage ich mal. Platz Nummer 1, keine Frage, Kathedrale, ne?
Ist aber, glaube ich, bei jedem so, ne? Das, je nachdem, wie man es auch läuft, in der Reihenfolge, so würde ich es auch einordnen, dass es Spaß macht. Also erstmal Platz 1, Kathedrale, Waffenkammer und die beiden letzten natürlich, Bibliothek und Friedhof. Ihr wisst, was ich meine. Also vom Spaßfaktor her. Genauso in dieser Reihenfolge. Eigentlich wäre geil, wenn man das in einen riesigen großen Dungeon packen würde, ne? Oder ein Raid. Ein Raid? Das wird auch was. Kommt der? Der Kollege, der hat aber schon nette Ausrüstung, habe ich gesehen, ne? Sieht gar nicht mal so verkehrt aus. So, let's go. Ja, super. So. Nice. Irgendwie ein Durcheinander hier gerade. Ich muss Distanz haben. Was ist hier los? Komm mir nicht voran. Was war das denn jetzt? Das war irgendwie ein bisschen verrückt. Naja. Gut. Mal gucken, also. Level Up haben wir auf jeden Fall gleich safe. Wir haben sogar 37er. Ne, sogar 2. Und 36er. Ja, sollten wir easy packen. Sollte kein Problem sein. Da ist eine verschlossene Kiste leider. Der Kollege läuft hier hinten rum. Alles klar. Dann baller mir mal rein. Bis zum Boss dauert sowieso, deswegen kann ich das mal raushauen. Sehr schön, sehr schön. Ach, oh, ich habe die falsche Falle gelegt. Ich bin so ein Vollprofi. Na toll. Komm, Distanz. Ja. Okay. Irgendwie packen wir das schon. Ach, den habe ich gar nicht aktiviert gerade. Echt? Ich dachte, den hätte ich reingehauen. Naja. Okay. Das muss irgendwie noch ein bisschen besser laufen. Ah, habe ich die falsche Falle gelegt, ey. Unglaublich. So. Diesmal die richtige. Diesmal machen wir es richtig. Holt ihr die jetzt hoch? Ja, kann ich hier einmal. Perfekt. Ach. Nicht so gut. Das hält immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Und weg mit den Kollegen. Achso, da hinten ist ja immer noch Party. Alles klar. Ist aber die letzte, oder? Scheint so. Alright. Kann man machen. Sagen, hier packen wir mal eine hin. Das ist, glaube ich, ein guter Spot. Sollte auf einen vielleicht Dingens hauen, ne? Oder? Ja oder nein? Oder ja oder nein? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ups. Das hält immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht. Nein, geh mal auf den drauf hier. So. Wunderbar.
So kann man die auch weglocken. Okay, das funktioniert irgendwie schon. Sieht ganz gut aus. Alles klar. Kann man machen. So, her mit dem Müll. Ich meine, so eine Waffe könnte auch mal ein bisschen Silber wert sein. Manchmal schon so 30 Silber oder so. Immer her damit. Dann gehen wir auf den Kollegen gleich. Nice. Das gibt's doch nicht. Warum will der ganze Zeit hier auf mich laufen? Nice. Okay, soweit so gut. Machen wir noch mal ein paar Giftpfeile rein. Du kannst direkt mal abhauen, Kollege. Nicht mit mir. Oh. Alles klar, wir können mal schauen, ob da irgendwas im Auktionshaus wert ist. Ich denke zwar nicht, aber wer weiß. Wer weiß, who knows. Könnte ja sein. So, ballern wir mal weg. Gut, danach Level up. Ich sage ja. Ich gucke jetzt nicht drauf, ich sage einfach ja. Einfach schätzungsweise ja sagen. Achso, das sind zwei sogar. Ja, dann safe. Dann doch safe, oder? Ja, komm. Gib mir mein Level up. Nice. Muss ich noch schauen, wo ich rein skille, ne? Skorpionstich definitiv nicht. Wusste sonst 50% Waffenschaden zu wenig, das Physikum lang desorientiert. Ah, das wäre ganz. Okay. Mehrfachschuss. Das ist eigentlich ganz gut. Sperrfeuer, ne? Wow. Ich habe jetzt keine Falle. Ich bin hier schlecht auf Distanz. Komm. Was soll's. Da war ich nicht vorbereitet. So. Okay, okay. Hui. Das war mal was, ne? Das war knackig. Kam die halt mit einer ganzen Armee direkt, ne? Vielleicht sollte ich lieber einfach die Falle rausballern. Macht ja nochmal einiges mehr an Schaden, ne? Egal, wir machen jetzt mal die hier. Würde schon passen. Schön, ich habe mein Level ab. Ich müsste im nächsten Level wieder zum Klassenlehrer. Obwohl 34 habe ich auch nicht gemacht, glaube ich, oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oder doch? Doch, doch, ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber Mage dabei zu haben ist schon geil, ne? Wenn man zwei hätte. Das wäre ja richtig Luxus. So.
gehe schön auf Abstand schon mal. Sehr gut. Ja. Okay. Ja, sehr nice. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. Das gefällt mir, Leute. Und dann können wir hier nochmal... Zack. Wunderbar. So geht's, Leute. So wird's gemacht. Ist ganz gut, die Gruppe. Gefällt mir. Das macht mich glücklich. Alles klar. Den Käse essen wir dann später, Kollege, ne? Habe ich alles fertig? Ja. Alles ausgebildet? Ja, mache ich hier einfach? Gehe ich hier rein? Ich brauche ein bisschen kurz Pause irgendwie. Um einmal abzuchecken. Wie wird das am besten... Oh, der Krieger. Aha. Kann ich noch nicht wirken. Das hält immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Aha. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Oh. Das hält immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Das hält immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Alles klar. Aber Mage ist tot, oder? Ja. Bitter. Oh, das ist ganz schlecht. Ganz in Ordnung. Könnte man eventuell verkaufen. Achso, da ist ja noch einer übrig. Da war ja noch ein Kollege da. So, und Sloan, und du bleibst hier. So, eine schöne Rakete mitnehmen. Das ist zu weit entfernt. Kann ich noch nicht wirken. Ja, sehr gut, sehr gut. Das sieht gut aus. Ich bin außer Reichweite. Dieser Zauber. Ja. Okay, soweit so gut. Und die Nito. Ich muss näher ran. Das hält immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Alles klar. Wunderbar. Jetzt ist die Frage, zieht er die hier rein oder? Nee. Oh nein. Das hält immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. So. Und rein da jetzt. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Kommen die einmal? Ja. Alright.
Das sieht doch alles sehr gut aus, Leute. Ist das für ein Ring? Aha, aha, aha. Na dann. Sind wir auch schon beim Boss. Da sind wir ja auch schon beim Boss, Leute. Gar nicht mal so schlecht. Ich habe auf eine echte Herausforderung gewartet. Ja, ich auch, Bro. Ich auch. So nicht. Will mich komplett verarschen? Ich hoffe, der wollte mich gerade komplett verarschen, kann es sein? Nix da. So. Kollege. Nicht mit mir. Er soll mal ruhig herkommen. Und komm, Gift drauf. Ja, aber easy, ne? Ist mal wieder eine easy Nummer hier. Aber der hält schon was aus. Der hält natürlich schon einiges aus. Aber no problemo. Ja klar. Muss jetzt zum Ende auch nochmal sein, ne? Und... Adios, amigos. So schnell geht's. Ja. Netter Helm, aber leider nicht für uns. Ist schon geil, der Helm, ne? Ist schon ein geiles Teil. Aber ich habe meine Erfahrung, ich bin glücklich. Oh, wir suchen den Umhang. Können wir auch verkaufen. Wir nochmal hier so eine nette Rakete. Jetzt hat er Schulter, Helm hat er, Waffe hat er. So. Oh, warte mal. Her damit. Cash ist Cash, Leute. Niemals liegen lassen. Niemals das gute alte Cash liegen lassen. Okay, das Schöne ist, wir haben den Buff übrigens auch durch den Schlafsack. Durch den guten alten Mage hier. Ich meine, das war doch der Mage. Ich meine ja. Gut. Jetzt die Frage. Machen wir nochmal oder war's das? Nochmal wäre ich auf jeden Fall am Start. Ich würde aber sagen, nicht in dieser Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.